So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Deutschrap-Reaktion. Eigentlich müsste ich heute schon fast sagen, zu einer nostalgischen Deutschrap-Reaktion. Denn der Song, um den es sich heute dreht, ist schon ein bisschen älter. Also wirklich ein bisschen älter, ne? Das sagt uns nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Video, das sagt uns zum Beispiel auch das Upload-Datum 2016. Und ich glaube nicht mal, dass der Song, oder ich weiß relativ genau, dass der Song nicht 2016 rausgekommen ist, sondern Anfang der 2000er. Liken, Support ist kein Mord. Es handelt sich um Weck mich auf von Sammy. Ich bin gespannt? Ich kenne den Song. Vorab, ich muss sagen, ich kenne den Song. Ich hoffe, ihr kennt auch alle den Song. Wenn nicht, Originallink hierzu ist in der Beschreibung. Checkt den Song erstmal ab, lasst den Text auf euch wirken und so weiter und so fort, bevor ihr wieder zu diesem Video kommt. Der Text wird nämlich hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Abfahrt. Junge, kennt ihr so Melodien, die in euch einfach was machen, so irgendwie so ein nostalgisch, so ein Nostalgie-Feeling auslösen? Das ist bei dieser Melodie, diese ganz hochgespielten Pianos, ja, Akkorde hintereinander, dieses Bam, 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 ne, das gibt mir direkt was. Okay, ich habe mir das, also ich kenne den Song, ne? Ich weiß nicht mal, wann ich den Song das erste Mal gehört habe, aber das zählt auch so zu meiner ganz, ganz, ganz frühen Anfangszeit im Deutschrap generell. Also das, Sido mit ein paar Songs haben mich geprägt, Savage mit ein paar Songs hat mich geprägt, aber auch Sammy, ne? Nicht nur Weck mich auf, sondern auch Poesiealbum. Boah, Poesiealbum? Bitte sagt jetzt nicht, ich kenne Poesiealbum nicht oder sowas, ne? Dann gebt bitte oben bei YouTube oder auf Spotify Sammy Deluxe Poesiealbum ein und gebt euch diesen Song auch Granatending. Können wir auch mal gerne irgendwie ein paar Worte drüber verlieren, so, ne? Generell, wenn euch solche Art von Reactions Spaß macht oder euch mal irgendwie mehr interessiert als den langweiligen aktuellen Deutschrap, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da, so, ne? Das ist so ein ganz frühes Ding. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gehört habe. Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als Wege gehen. Mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die alten Fragen. Warum rauche ich täglich Weed? Warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv? Kennt ihr sowas auch? Ey, das Video, achso, das wollte ich sagen, ne? Ich habe den Song ein paar Mal gehört, auch auf CD, Bravo Hits und so. Ich weiß nicht, war das Ding damals auf Bravo Hits? Bravo Hits war auf jeden Fall so eine der ersten CDs, die ich überhaupt irgendwie mal so besessen habe und irgendwie hören durfte oder sowas, ne? Also mit CD-Spieler und so weiter oder dieser Platten, nicht Plattenspieler, aber diese CD-Spieler, wo du quasi aufklackst, CD rein, zu und dann konntest du quasi diese 15 Tracks hören oder sowas, mehr aber auch nicht, ne? Ich habe das Video aber noch nie gesehen tatsächlich, ne? Und das Thema hier ist super, super wichtig, super, super krass, dass er das zur damaligen Zeit schon angesprochen hat und eigentlich super, super traurig, dass es bis heute so anhält. Alten Fragen, warum rauche ich täglich Weed, warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv, wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten. Von Schildern, die uns sagen, betreten verboten. Umgeben von Skeletts, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen. Während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Auch diese, auch lyric-mäßig so. Kennt ihr sowas, wenn ihr so einen Song das erste Mal wieder hört, nach ganz, ganz langer Zeit so? Die Lyrics sind ein bisschen verstaubt in eurem Kopf, aber so immer wieder, wenn Sammy so auf diese Endreime geht und ne, diese Pointen, wo halt eben wirklich diese wichtige Message drin ist oder die wirklich schwere Message so. Ich meine, die ersten 8 Takte haben unglaublich schwere Message so, aber diese Pointen, diese Reime, diese, nicht Punchlines, aber die Lines, wo Aussage haben, so, die kannst du auf einmal wieder mitrappen, so, oder so ein bisschen Lip-Sync in Anführungsstrichen,
Ja, thematisch ist es. Ich finde es auch eigentlich ganz cool oder eigentlich sehr passend zum Song, dass er die ganze Zeit irgendwie auf der Stelle bleibt. Er bewegt sich ja nicht wirklich fort. Von Skelett zu Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nach. Labern den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlager dann. Umgeben von Kinderschändern, die Graben aber Währung kriegen. Genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen. Er wählt halt hier schon unglaublich harte Worte zur damaligen Zeit schon, ne? Und ich glaube, das war gar nicht so Sammys Absicht, einen Song damals zu machen, der bis heute so brandaktuell ist, ne? Mal wieder, ne? Also, was heißt mal wieder? Es gab jetzt wirklich kein Jahr in den vergangenen 10, 15 Jahren oder sowas, seitdem der Song draußen ist, wo es mal nicht irgendwie zugetroffen hat, ne? Ganz, ganz krass damals auch, ne? Jetzt mit den Polizisten, mit George Floyd und so weiter und so fort. Es war ein riesen, riesen Ding, ne? Und es darf auch nicht vergessen werden und so weiter und so fort. Und ich denke, Sammy hat es auch mit dem Song damals schon gemeint, ohne zu wissen, dass diese Situation, diese Szenen irgendwann auch uns real irgendwann einholen werden. So, und jetzt wird er hier gerade von einem Hund gebissen, gejagt, angegangen, obwohl er sich nicht mal wirklich bewegen kann. Hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden? Die Land sehr zu lieben, noch sind nicht sehr zufrieden. Passt zu eurem Frust oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganz schlappschwänzen. Es ist halt auch so, also es ist so alles sehr. Diese Fliege, ne, die regt mich schon den ganzen Tag auf. Komm noch einmal her, du bist wirklich Matsch, ich sag's dir. Es ist so sehr auch hologrammmäßig, sein ganzer Körper, er gehört nicht wirklich hierher. Er kann sich aber auch nicht wegbewegen, so, er ist der Gefahr komplett ausgeliefert. Er kann sich auch nicht wirklich, ja, aus der Situation irgendwie rausretten, so weil er sich nicht wirklich bewegen kann, ne? Und Politiker und so weiter und so fort oder diese ganzen Ja-Sager und sowas, ich meine, dass das uns allen, glaube ich, irgendwie ein bisschen auf den Sack geht, ist klar, oder? Abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen, sind die gleichen Leute an. Der Spitze, die sich satt essen und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. Weg mit Bild zur Auf. Aber auch der Refrain ist auch bös, also richtig majestätisch, richtig, richtig schön. Es sind die gleichen Ja-Sager oder die gleichen, die sich an der Spitze satt essen und sowas. Und es war damals so und es ist heute so und es wird wahrscheinlich immer so sein, ne? Also Leute, die reich sind, werden reicher, Leute, die arm sind, müssen gucken so. Und nicht mal Leute, die arm sind, sondern Leute, die jahrzehntelang für dieses Land irgendwie gearbeitet haben, Stichwort Rentner, müssen schauen, dass sie irgendwie was zu essen haben, dass sie irgendwie über die Runden kommen, dass jeder Tag ist da irgendwie so ein bisschen ungewiss, obwohl es ja eigentlich andersrum sein sollte, dass du eigentlich für einen Mensch oder für, ja, für diese Altersgruppe, die halt jahrzehntelang diese Wirtschaft und das Land und so weiter auf deren Schultern getragen hat, mit Arbeit, mit allem, mit ehrlicher Arbeit vor allem, ne? Die haben wirklich das ganze Leben lang gearbeitet, so. Allein denen musst du doch eigentlich nur ermöglichen oder denen solltest du gerade ermöglichen, irgendwie. Ja, genug Essen zu haben, genug Trinken zu haben, den Monat nicht irgendwie, ne, mit Zittern irgendwie zu beenden, dass genug Geld noch drauf ist oder sowas. Das läuft halt komplett verkehrt, meiner Meinung nach. Vor diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kommen. Ist auch ein, wie soll ich sagen, also ja, ich weiß nicht, wie ihr diese ganze KI-Entwicklung seht und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es irgendwie erst ein sehr weit hergeholtes Thema von mir, aber ich finde zum Beispiel die KI, die AI, die künstliche Intelligenz ist die letzte große Erfindung des Menschen, wenn man so denken mag. Also so denke ich und ne, das ist jedem frei überlassen so, aber wenn irgendwann mal diese künstliche Intelligenz irgendwann so selber denken kann, dass sie checkt, okay, hey, sie ist von uns gemacht und warum sollte man überhaupt noch den Menschen irgendwie dienen, wenn man eigenes viel besser machen könnte oder sowas, ne? Es ist so, wie soll ich sagen, es passt hier sehr,
auf einer anderen Art und Weise, aber es passt sehr gut. Man versucht, um ständig einzureden. Weil auch generell KI ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil uns das noch nicht wirklich einschränkt, so noch nicht wirklich einschränkt, aber alles andere so ein bisschen, ne? Man darf in, oder man sollte in gewisse Länder nicht reisen, man hat mit gewissen Ländern irgendwie ein bisschen, ne? Ein bisschen Konflikt, sagen wir mal so. Ich möchte nicht drauf weiter eingehen, weil ich denke, jeder, der länger als 2 Minuten Nachrichten schaut, weiß, um was es hier geht, so ein bisschen, ne? Frei ist man schon lange nicht mehr so. Also in Deutschland auf jeden Fall nicht. Wenn mich bitte auf aus diesem Bier und selber helfe. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie so krass viel zum Refrain und zum Arrangement sagen. Strophe, dies, das, bibub. Ich glaube, wir haben 16er Strophe gehabt, 8er Hook und gut ist, ne? Es kommt ja auch gar nicht so wirklich aufs Arrangement an. Es kommt viel eher an, was Sammy jetzt schon in der ersten Strophe gesagt hat und vor allem jetzt auch die nächsten Strophen weiterführt. Der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich in Babylon lebe. Wir haben diese Karten regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben. Es ist halt krass, weil, also was heißt krass? Wie gesagt, ich denke, Sammy hat nicht gedacht, dass 2000, ey, diese Mucke, ne, unglaublich, die nervt mich brutal. Sammy hat nicht gedacht, dass er 2001 einen Song macht oder um die 2000er eben so, um die Wende rum, der jetzt noch irgendwie so gut ist, ein gute 2 Jahrzehnte später, wir leben im Jahr 2024, da sollten so Probleme eigentlich nicht mal da sein. Da sollten wir unsere Menschen oder, wie gesagt, nochmal die Rentner irgendwie gut über die Runden bringen, dass sie dann wirklich an nichts fehlt. Ne? Man sollte irgendwie diese alltäglichen Probleme, die uns schon damals irgendwie beschäftigt haben, weil er thematisiert es ja schon damals vor 2 Jahrzehnten, ne? Gerade diese Ja-Sage und nicht mehr frei sein und so weiter und so fort, er ist der Erste, der von der Party schon geht. Das hätte man ja irgendwie oder könnte man ja in 20 Jahren... Ne, wir sind ja teilweise so schnell, wenn es um gewisse Dinge geht, aber dann wirklich so langsam, wenn es eigentlich um wirklich wichtige Dinge geht. Kontrolliert von korrupten Cops, die auf Zerdissen sind. Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken. Gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten. Informiert durch Medien, die es erst zu spät berichteten. Es ist hart. Also gerade auch die Zeile ist hart, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, von Lebensmitteln oder sowas einen Knacks weg haben oder so. Das möchte ich nicht sagen. Ich denke, da ist auch jeder sehr, sehr krass für sich selbst verantwortlich. Denn ja, jeder entscheidet selbst, was am Ende des Tages in seinem Magen ist und was er isst und was er einkauft und so weiter und so fort, ne? Aber Medien generell, unglaublicher Schrott. Also wirklich, ne? Soziale Medien, okay, man kann ein bisschen connecten, man kann ein bisschen schreiben, aber gerade diese schon etwas älteren Medien, sprich Zeitungen und Zeitschriften und ne, jeden Tag neue News, unglaublicher Bullshit, was da teilweise drin steht. Ist auf einen Unfall im PKW, Schäden vom THC, wir haben bald alle BSE. Und jetzt ist THC tatsächlich legal. Kann man so sagen. Du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt und denkst, auf ein dicken Steg hätte ich trotzdem jetzt Bock. Verdammt nochmal. Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr. Und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Die scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa 1 Quadratmeter. Ja, auch das Bild, ich denke, wir wissen alle, was für Absichten der Kollege jetzt hier hat, auf das kleine Mädel so, und es ist so, auch gerade mit Mutter Natur und so weiter, während wir Mutter Natur mit Füßen treten und sowas, und dann, also er hat es damals, also ich will nicht sagen, dass Sammy irgendwie schon so mit jeder Aussage recht hatte bis jetzt, die ersten 2 Minuten 12 oder sowas, oder die Hälfte vom Song, kann man eher sagen, aber wir wundern uns heute halt irgendwie, oder wir wundern uns jetzt nicht mehr, dass, keine Ahnung, Erderwärmung, Klima, dies, das, bibub, aber ich meine, wir machen das schon seit Jahrzehnten so, das ist, es juckt keinen, so, es juckt vielleicht einmal im Jahr ein, wenn es irgendwie zur Sprache kommt,
kommt und man darüber thematisiert oder ein bisschen diskutiert im Bundestag und dann melden sich da wieder 5 Millionen Politiker, die alle irgendwie eine andere Meinung haben, die sich fast die Köpfe einschlagen im Bundestag, aber wirklich was bei rum kommt da nicht wirklich so krass viel, ne? Keine eigene Meinung, doch 10 eigene Ratgeber. Die schwachsinnigen Scheißreden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler zahlen weiterhin gerne Steuergeld. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Digga, auch dieser Hook ist so legendär. Generell der Song, ne? Wenn ihr den nicht kannte, der Typ, das Ding ist todeslegendär. Also wirklich. Also ich kenne eigentlich niemanden, der Weck mich auf von Sammy nicht kennt. Und wenn die sagen, ja, nee, ich glaube, ich kenne ihn nicht, zeig mir mal den Song. Spätestens bei diesem Piano, dieses Bam, 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 ne? Die Melodie, die sich, by the way, komplett durch den ganzen Song zieht, dann sagen die, ah, ja, der Song, mein Gott, kenne ich doch. Menschen sehen vor lauter, wollen wir uns selber helfen. Auch so ein Ding, klar, wie soll ich sagen, erstmal so ein Ding, was ich privat sehr gern höre eigentlich. Also genau sowas für alle, die sich jemals gefragt haben, wenn ich an Kapi mal schlecht geredet habe oder Samra oder was weiß ich, ne, eure Lieblingsrapper schlecht geredet habe, was ich schlecht kritisiert habe, so. Die meisten können ja auf dieser Plattform nicht mit Kritik umgehen, so. Und dann fragen, was feierst du denn, was hörst du denn für Rap? Sowas. Mit Message, Aussage, irgendwas mit Substanz, was zum Greifen, nicht lelelelalala. Bibub hier, wisst ihr, ich mein? Wird Schröder dazu, ich glaube, ich ruf ihn mal an. Sagst du ihm, Gerhard, schau dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starr mit offenem Mund auf ihre. PlayStation ist das zweite Drittel, feiert im Excess als Rave Nation. Abhängig von teuflischen, pharmazeutischen. Es ist halt, jetzt spricht er quasi, ne, zu einer bestimmten Person. Und diese, gerade der letzte Part irgendwie, obwohl es nicht im gleichen Verhältnis steht, aber der letzte Part erinnert mich irgendwie, kennt jemand den Song Dear Mr. President von Pink, wo Pink quasi auch einen kompletten Song gemacht hat, im Dialog, war nicht Dialog, es wäre eigentlich ein Dialog, wäre ja, wenn du auch eine Antwort bekommen würdest von dem einen, so eher monologmäßig, dass sie quasi auf den, ja, Präsident quasi einspricht, so, dass die dritte Strophe erinnert mich immer daran so ein bisschen. Jetzt geht's halt so ein bisschen mehr um Jugend und so. PlayStation ist das zweite Drittel, feiert im Excess als Rave Nation, abhängig von teuflischen, pharmazeutischen Erzeugnissen, weil sie nicht wussten, was diese Scheißdrogen. Bedeuteten, das dritte Drittel hängt perspektivlos rum auf deutschen Straßen. Kids mit 13 Jahren ziehen sich schon die weiße Zeug in die Nasen, die keine Ziele und Träume haben. Und das im. Naja, oder sie machen TikTok jetzt. So, es ist eher so ein Ding heutzutage, dass man irgendwie perspektivlos, ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass viele, viele perspektivlos sind, aber das ist dann auch schon wieder so ein Ding, dass denen wahrscheinlich am meisten oder am ehesten nicht geholfen wurde, der ganzen Familie vielleicht nicht geholfen wurde, so, vielleicht gab es auch Familienkrach oder sowas, weswegen dann man irgendwie, ne, keine Ahnung, nicht mehr in die Schule gegangen ist oder 10 Millionen Gründe gibt es da so. Meist teure Wagen, kann die Leben nicht weiter als heute Abend, denken zur Not geht es wie. Nintendo noch neu starten, scheißen drauf, ob sie bald sterben, er wird schon alt werden in diesem. Aber Nintendo war damals echt ein großes Ding, ohne Witz. Nintendo und PS2 hatte ich. PS2, auch immer diese CDs dann gereinigt, so mit Zahnbürste und Zahnpasta und sowas, ne, dass man, weil man das irgendwie im Internet gesehen hat, am Ende hat es nur noch mehr Kratzer gebracht. Oder auch Nintendo oder so. PSP hatte ich auch noch, wo man dann quasi auch beim Nintendo das Spiel raustut, kurz pustet, wieder reintut, damit es funktioniert. Es war schon, also es ist schon ein schöner Flashback irgendwie in die Zeit. Im Land, in dem der Schrank stehen, das ist wegen, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Bro, wir brauchen eigentlich ein Remake von dem Ding, ohne Witz. So Weck mich auf 2.0 oder sowas. Es wäre schon krass. Schreibt mir in die Kommentare, wer für Weck mich auf 2.0 wäre. Vielleicht, nee, Sammy wird das nicht sehen. Ich glaube, der ist. Ja, keine Ahnung, ob er noch mal ready für so einen Song wäre, so zur jetzigen Zeit. Ich meine, er müsste den Song einfach nochmal raushauen. Der Song hat sich ja, also von der Message her, ist unglaublich, wie ein Song über zwei Jahrzehnte lang, 20, länger sogar, 24, 23 Jahre, irgendwie so,
nicht an Bedeutung verliert, eher noch so an Bedeutung gewinnt, so genau zu den Sachen, die er vor 23 Jahren schon geschrieben hat. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Okay, schreibt mir eure Meinung zu dem Song generell in die Kommentare. Wenn ihr so eher ältere, nostalgische Sachen wollt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Lasst mich alles wissen. Ich lese jeden Kommentar so. Ich freue mich über jeden Kommentar, der nicht von einem Bot kommt oder sowas. Der erste Kommentar ist meistens immer irgendwie von einem Bot oder ist meiner halt, den ich anpinne so. Aber schreibt mir alles in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch was. Schönen Abend.